Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute erkläre ich euch in einem kurzen Video, wie die modulare BGA mit dem DSC Pumps and Hoses funktioniert. Ihr erfahrt, welche Gebäude und Silos es gibt und wie ihr sie platziert. Außerdem erfahrt ihr, wie die Produktion der einzelnen Güter gestartet wird. Falls ihr euch nur für die Schläuche auf dem Feld interessiert, empfehle ich euch mein Tutorial zum Schleppschlauchsystem. Ihr findet es in der Infobox und in der Beschreibung des Videos. Was ist enthalten? Es gibt 12 Silos für Gülle, einen Separator, 2 stationäre Separatoren, 3 verschiedene Fermenter sowie 3 Kraftwerke. Außerdem gibt es noch 5 Stationen zur Verladung von Silage und anderen Gütern, welche die BGA akzeptiert. Weiterhin eine Gasfackel sowie 2 Betonblöcke zur Absperrung. Wie funktioniert der Aufbau? Begebt euch ins Baumenü vom LS22 und klickt dort auf den Reiter Produktion, um einen passenden Fermenter im Reiter Fabriken zu platzieren. Der Fermenter dient als Hauptgebäude eurer BGA. Es gibt ihn in 3 verschiedenen Größen. Habt ihr ihn platziert, erhaltet ihr einen Hinweis, dass das Hauptgebäude der BGA erstellt wurde. Die nachfolgenden Gebäude könnt ihr nach euren eigenen Vorstellungen platzieren. Achtet darauf, dass die Gebäude in der Nähe vom Fermenter platziert werden. Entfernt ihr euch zu weit, erhaltet ihr einen entsprechenden Hinweis. Ob das Gebäude mit dem Fermenter verbunden ist, seht ihr an einer Linie im Baumodus, nachdem ihr es platziert habt. Das Blockheizkraftwerk erzeugt Strom aus Methan, welches im Fermenter bei der Verarbeitung entsteht. Die Feststoffdosiergeräte müssen in der Nähe vom Fermenter platziert werden. Die Förderschnecke snappt dabei an den Fermenter an. Ich persönlich bevorzuge die Variante zum Einfahren. Die Gasfackel zeigt euch, ob überschüssiges Methan verbrannt wird. Ist das der Fall, solltet ihr ein weiteres Blockheizkraftwerk bauen, damit ihr kein Geld verpulvert. Die Separatoren müssen nicht mit dem Fermenter verbunden sein. Separatoren trennen Gülle und Gärreste voneinander. Der feste Bestandteil kann verkauft oder als Einstreumaterial und Dünger verwendet werden. Wie genau die Trennung erfolgt, erfahrt ihr später im Video. Im Reiter, Gebäude und dort bei den Silos könnt ihr Güllebehälter platzieren. Diese werden mit Gärresten gefüllt, sofern sie sich in der Nähe vom Fermenter befinden. Mit den Gärresten könnt ihr später die Felder düngen. Hat alles geklappt? Seht ihr die jeweiligen Verbindungen vom Fermenter im Baumenü. Und das ist eigentlich auch schon der Grundaufbau. Und jetzt geht es darum, wie funktioniert die BGA dann eigentlich? Beginnen wir mit dem Verladen von Stoffen in den Fermenter. Im gezeigten Beispiel fahre ich mit einem Anhänger Silage an die Verladestelle und starte dann entsprechend den Überladevorgang. Im Anschluss wechselt ihr in die Produktionsübersicht und startet dort die Produktion. Achtet darauf, dass ihr den Fermenter und das Blockheizkraftwerk aktiviert. Ansonsten wird nicht viel passieren. Die Förderschnecken arbeiten teilweise nicht sehr schnell und zu Beginn wird beim Fermenter der Hinweis "nicht alle Stoffe verfügbar" angezeigt. Das könnt ihr aber ignorieren, sofern ihr etwas abgeladen habt und die Produktion gestartet ist. Die Gasfackel zeigt an, ob Methan verbrannt wird. Ist das der Fall, solltet ihr ein weiteres Blockheizkraftwerk bauen. Im Anschluss sollte dann alles im grünen bzw. leicht gelben Bereich liegen, wie hier im gezeigten Beispiel. Die Gärreste könnt ihr über einen Kompressor direkt abpumpen. Der Schlauch wird dabei am Kompressor befestigt. Fahrt dicht neben den Trigger und startet dann die Pumpe. Das Ende des Schlauches muss mit dem Gülleverteiler verbunden sein. Und ja, dann könnt ihr direkt Gärreste aus der modularen BGA auf das Feld bringen. Gülle und Gärreste können im Separator in ihre festen Bestandteile getrennt werden. Dazu braucht ihr einfach nur an die Halle ranfahren bzw. reinfahren und dann den Separator starten. Ihr seht dann, dass die kleinen festen Bestandteile aus dem Separator hinausdröppeln. Das gleiche Prinzip gilt für den mobilen bzw. freistehenden Separator. Auch hier fahrt ihr dicht mit dem Fass ran, in dem sich Gärreste oder Gülle befinden, und dann startet ihr den Separator. Sobald das alles geklappt hat, seht ihr auch hier wieder die kleinen festen Bestandteile hinausdröppeln. Das Ganze dauert einen Moment, also habt da am besten ein wenig Geduld. Habt ihr Lust auf das DLC bekommen? In der Beschreibung des Videos findet ihr einen Link zum DLC. Und das war's auch schon mit dem Tutorial zum Pumps and Hoses DLC. Falls euch das Video geholfen hat, würde ich mich sehr über ein Like und einen Kommentar freuen. Möchtet ihr keine Videos mehr verpassen? Abonniert gerne den Kanal.
Bis zum nächsten Mal, euer Metalizer.